Fast wie aus Eis wirkt dieser Eimer, der in Venedig hergestellt worden ist. Aufgrund der Struktur, die an gefrorenes Wasser erinnert, wird dieses Material auch als Eisglas bezeichnet. Es gibt verschiedene Methoden, wie das hergestellt wurde. Zum einen konnte die heiße Glasblase in kaltem Wasser abgestreckt werden. Eine andere Möglichkeit war, dass man sie in Scherben gerollt hat. Und eine modernere Methode war, dass man die heiße Glasblase in feuchter Holzspäne gewälzt hat. Dadurch entstanden auch Sprünge und Risse auf der Glasoberfläche. Bei allen Methoden wurde die Blase dann wieder erwärmt und weiterverarbeitet. Und aus dem sogenannten Eisglas wurden ganz unterschiedliche Gegenstände hergestellt, wie eben diese Eimer, aber auch Pokale und andere Trinkgefäße, die den Nutzer durch diese Struktur überraschen konnten. Diesen Eisglaseimer und ganz andere überraschende Gegenstände aus Glas seht ihr in unserer Sonderausstellung Meisterwerke aus Glas.